Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe mal wieder zugeschlagen bei Nameless Media im Shop. Und da waren einige Mediabooks reduziert auf 23 Euro. Und jetzt habe ich es mir endlich mal besorgt. Ja, ich habe es mir besorgt. Nämlich das Mediabook zu The Wilderness. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Richtig, genau. Ich habe nämlich davon schon mal ein Video gemacht, nämlich ein Voorhees schaut an Video. Und diese schöne Amory habe ich mir vom lieben Joshua geschenkt bekommen. Und habe da schon gesagt, ich fand den Film so gut, dass ich gerne das Mediabook haben möchte. Einfach aus dem Grund, ich möchte mir das Booklet durchlesen, um noch mehr über den Film zu erfahren. Und das habe ich nun auch bekommen. Das KVA-Motiv, was ich unbedingt haben wollte, was mir am besten gefällt, aber dazu gleich später mehr. So, und jetzt haben wir natürlich jetzt diese schicke MOA übrig. Ich habe sie geschenkt bekommen vom lieben Joshua. Nochmal danke an dich. Und jetzt möchte ich gerne diese MOA auch an euch weiter verschenken. Wie es funktioniert? Ihr schreibt mich bitte nur, nochmal, nur per E-Mail an. Weder bei den Kommentaren reinschreiben, noch bei Facebook, sondern nur unter meine E-Mail-Adresse voorhees82@gmx.de. Hier unten steht es noch einmal. Dort schreibt ihr mir die E-Mail und wer der Erste ist, der mir geschrieben hat, der bekommt diese MRA geschenkt. Das Einzige, was ich haben möchte, ist eigentlich, ach komm, scheiß drauf, ihr müsst mir gar nichts geben, keine Versandkosten. Ich schicke einfach als Großbrief und gut ist. Also ihr bekommt es von mir geschenkt mit Versandkosten, alles drum und dran. Scheißegal, komm, weg das Ding. Also, an euch, nochmal alle draußen, nur per E-Mail, okay? So, okay, soviel dazu. Ihr habt so viel Zeit gedreht. Also der Erste bekommt, der bekommt diese Emily. Am besten gleich mit Adresse reinschreiben. So, okay, weiter geht es nun jetzt mit dem Mediabook. Ich habe mich so extrem darüber gefreut, dass auch dieses Mediabook mit bei dieser Aktion mit dabei war. Und hier ist auch das richtig schöne Teil. Ich finde dieses Motiv absolut mega geil. Hammer, wirklich mal. Also, das ist so auch ein schönes Motiv. Wäre auch ein cooles Mediabook-Motiv geworden. Aber muss man, das gefällt mir noch wesentlich besser. Allein schon das ganze Bild hier, der Hintergrund von der Stadt und vorne drauf. Die nette Dame, die hier komplett zerstört, den ja, Iron Man Landung macht, ja, und die noch Wilderness. Also ich finde es wirklich richtig stark. Ich bin schon auf diesen ganzen Glanzeffekt gespannt. Es gibt noch ein KVB-Motiv, das schaut hier so aus. Gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr. Und auch noch ein KVC-Motiv, das ist rote, ist auch nicht so ganz mein Fall. Und deswegen fand ich eigentlich das hier eigentlich immer noch am schönsten. Und jetzt packen wir das Teil mal aus. Aber nicht nur das war mit dabei in diesem Paket von Nameless, sondern auch noch ein weiterer Film, den hatte ich schon mal, und zwar Naked Weapon. Dies ist ein Geschenk für dich von deinem Nameless-Team. Absolut cool hier mit Naked Weapon in the MRA. Hab den Film in der Büste-Edition mal gehabt, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich gestehen. Vielleicht sollen wir doch wieder weiter verlosen. Muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Und dann eine Kotztüte. Die habe ich ja schon. Sau geile Aktion hier. Von Evil Dead. Vielen Dank. Und dann noch Infernal Affairs. Das Fotobooklet. Auch das sehr cool. Kennt ihr den Film auch? Das ist, glaube ich, auch eins von den allerersten Mediabooks gewesen, den es rausgebracht hat. Oder war es das allererste Mediabook, glaube ich, was rausgebracht haben? Neben Naked Weapon. Also, vielen Dank an das Team von Nameless für die beiden Geschenke. Coole Sache. Ich werde auf jeden Fall nochmal Naked Weapon nochmal angucken. Vielleicht gefällt mir jetzt besser. Kann ja sein. Ihr wisst ja, ich habe meine Geschmack langsam ein wenig verändert. Ich mag jetzt eigentlich auch koreanische Filme. Also, vielleicht könnte mir dieser Film auch nochmal gefallen. Also, vielen Dank auch an die Kotztüte. Kann ich ab und zu mal gebrauchen, wenn ich mal wirklich schlechte Filme angucken muss. Passiert aber eher selten. So, aber jetzt machen wir mal hier weiter, okay? So. Wir packen jetzt endlich mal das Mediabook aus, du alte Labertaschen schon wieder heute. Mensch, na, ich mach's schon, ich rede gerne. So, okay, wir packen mal aus und dann schauen wir uns mal das Motiv an. Oh, yes. So, wir haben hier einen Glanzeffekt auf
den asiatischen Schriftzeichen hier oben drauf. Und wenn man euch den Druck anguckt, seht ihr mal die Stadt an. Wirklich schön scharf. Und dann haben wir hier eben eine nette Dame und hier so Wilderness. Schade, dass das nicht glänzend gemacht worden ist, so wie so Neonröhren. Das ist natürlich auch so cool gekommen. Leider nicht der Fall, aber trotzdem ein absolut mega schönes Motiv. Ich finde das Motiv gefällt mir echt am besten von den ganzen dreien. Und hier nochmal dann der Spine. Auch hier das Schriftzeichen wieder glänzend gemacht worden, wie ihr seht. Oben das Blue NS DVD-Logo und das Nameless-Logo. Und hinten drauf haben wir beim Mehrglanzeffekt das ganze Rosen, das ist hier glänzend gemacht worden. Auch die Bilder. Hier könnt ihr gerne mal auf Pause drücken. Ja, Old Boy of Speed, das ist vollkommen richtig. Der Anfang ist ja extrem geil. Hier die Inhaltsangabe zu dem Film, einfach mal kurz auf Pause drücken. Und hier meine Limitierungsnummer, Nummer 48 von 333 Stück. Und hier haben wir noch dann die ganzen technischen Daten. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Hat es auf jeden Fall auch in sich. Geht gut ab. Und ja, wie mir der Film gefällt, wie gesagt, guckt einfach mal meine Voice an, wieder dazu an. Hinten in der Infobox ist es auch mit verlinkt. So, und jetzt gehen wir in die Ego-Perspektive rein. Und dann schauen wir uns mal das Mediabook noch vorhin an. Ich bin auf das Buchteil schon sehr gespannt. Bis gleich. Jetzt sind wir noch in der Ego-Perspektive und das richtig schöne Motiv von The Wilderness. Und ich muss echt sagen, das gefällt mir absolut, absolut gigantisch ist das Teil. Ich liebe es. Und dann haben wir hier nochmal den Spine. Auch schön gut bedruckt hier. Und hier noch eine Rückseite nochmal. Der Film ist schon echt ein krasser Film. Ohne Witz. Und hier nochmal die ganzen technischen Daten. Blu-ray geht 124 Minuten. Und ja, jetzt geht es nochmal ins Eingemachte. Und jetzt bin ich schon auf das Buchteil gespannt. Wird auch sofort durchgelesen, wenn ich hier fertig bin. Denn ich bin auf den Buchteil extrem gespannt. Hier mal die Blu-ray-Disc, müsste glaube ich identisch sein zu dieser hier. Nein, ist ein anderes Motiv, ihr seht schon. Aber dafür haben wir hier dasselbe Motiv nochmal hier voll als inneres Bild. Und haben wir hier auch, Alter, ist ein richtig scharfes Bild, guck es mal an. Wow, ein richtig scharfes Bild. Sehr, sehr schön, auch hier nochmal dann. Auf der anderen Seite nochmal dann das Bild, das auf der anderen Seite drauf ist, auch das extrem scharfes Bild. Also auch die nette Dame ist auch schon scharf, ne? Muss man dazu sagen. Ne? Aber auch hier wirklich sehr schön. Jetzt mal aufblättern. Auch hier reingenäht, wie ihr seht. Und hier geht es dann los mit The Wilderness. Die südkoreanische Antwort auf Nikita und Kill Bill. Ja, allerdings. Und hier sehr viel Text, sehr schön, ich freue mich drauf. Neuer Standard für Action-Kino. Allein der Anfang ist wirklich echt Hammer inszeniert. Also krass, wirklich. Sollte man sich echt angeguckt haben, hat mir extrem gut gefallen. Und hier, jawohl, sehr schön viel Text. Da bin ich schon sehr gespannt. Hier im Land ist zwischen dem Mittelteil. Hier die ganzen verschiedenen Schauspieler. Bang Sung-jung. Und noch der Regisseur. Jung Byung-gil. Die Name ist einfach so geil. Und jetzt noch die letzte Zeit vom Kino-Hit zum Serien-Hit. Ich gebe sofort eine Serie. Okay, dann der Soundtrack noch. Und dann hier noch auf der letzten Seite noch die Auszeichnungen. Hat der Film auch gewonnen. Und hier Text Wolfgang Brunner. Und hier dann die letzte Seite nochmal dann hier auf DVD. So schaut die DVD aus. Und auch hier haben wir nochmal ein zusammenhängendes Bild. Auch das passt perfekt. Auch hier natürlich rückt es auch natürlich sehr scharf. Und ja, ein richtig schönes Mediabook, wie ich finde. Absolut schön verarbeitet, wie man es eben auch von Nameless kennt. Und jetzt geht es nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das
war das richtig schicke Mediabook zu The Wilderness, das KWA-Motiv von Nameless Medien. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was alles schön in dem Book da drin steht. Also, perfekte Arbeit wieder, und wer so haben möchte, bei Nameless gibt es die noch im Shop erhältlich für 30 Euro. Schlagt noch schnell zu, bevor sie ausverkauft sind. Wie gesagt, sind auf 333 Stück limitiert. Also, vielleicht haben wir noch Glück und bekommen noch eins, aber ihr müsst auf jeden Fall FSK 18 euch freischalten lassen, weil sonst werden die euch nicht angezeigt, da eben der Film ab, richtig, ab 18 Jahre ist. Ja, habt ihr den Film schon gesehen? Wenn nein, dann habt ihr die Möglichkeit, ihn nochmal von mir zu bekommen. Wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail und dann bekommt ihr die, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare mal reinschreiben, wie euch dieser Film gefallen hat. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und guckt auch noch mal ganz kurz mein Wochenende dazu an. Jetzt in der Infobox gleich mit dabei. Und bis dann, tschüss mit Ü und beep.